Der Dash ist ein alter Bekannter von mir vom letzten Jahr. Den kenne ich aber noch nicht. Das ist Q. Q ist in diesem Jahr neu. Q ist der große Bruder von Dash. Nachdem Kinder mit Dash die Grundzüge des Programmierens lernen konnten, ist es Q, der sie jetzt weiterführt, der ältere Kinder begeistern kann, der emotionale Intelligenz an die älteren Kinder heranträgt und der es ihnen ermöglicht, den Schritt vom Blockprogrammieren zu Java zu gehen. Okay, hört sich jetzt schon relativ kompliziert an. Wie alt sind denn dann die Kinder? Die Kinder, die mit Q spielen, sind ab 11 Jahren. Ab 11 Jahren sind Kinder in der Situation, dass sie mit Q wirklich das volle Potenzial ausschöpfen können. Q geht ganz einfach los, aber gleichzeitig hat Q Sensoren, hat Q eingebaute Möglichkeiten, Abhängigkeiten, Reaktionen zu zeigen, die die Programmierung mit ihm schier unendlos machen. Sie haben da auch ein Tablet dabei. Wie läuft die Programmierung denn ab in den wesentlichen Schritten? Jeder Menüteil links hat verschiedene Möglichkeiten, die ich per Drag and Drop einfach in den Code reinsetze und dann genau einstellen kann, was ich denn möchte. Gleichzeitig kann ich aber, und das ist die fortgeschrittene Variante, die jetzt möglich ist, hin zu Java springen und habe in echtem Programmcode, dem, was später im tatsächlichen Programmieren angewandt würde, habe ich das Gleiche stehen und kann verstehen, wie der Zusammenhang zwischen der Blockprogrammierung und Java ist. Das ist die optimale Vorbereitung für Kinder. Das heißt praktisch die optimale Vorbereitung für einen Beruf, der mal in die Richtung geht. Es geht bei weitem nicht darum, nur IT-Ingenieure, nur Programmierer auszubilden. Das ist überhaupt nicht, worum es geht. Unser Ziel ist es, dass Kinder die Möglichkeiten haben, das 21. Jahrhundert, in dem sie aufwachsen, ihre digitale Umwelt zu verstehen und wirklich mündige Bürger der digitalen Umwelt werden und sehen, was mit der Software heutzutage möglich ist und wie die Grundzüge funktionieren. Jetzt würde ich den aber doch gerne mal in Aktion sehen auch. Hier haben wir einen einfachen Programmcode, der läuft und nur die Farben verändert und dann lässt er ihn nach vorne fahren. So einfach geht es. Kann ich den nur steuern, indem ich programmiere, oder ist der auch mit einem Joystick irgendwie zu steuern, oder das ist gar nicht gewollt? Oder? Doch, auch Q kann man einfach mit dem Joystick steuern. Wir möchten immer, dass die Kinder einen ganz einfachen Zugang haben, dass die ersten Erfolgserlebnisse nach Sekunden kommen. Und wenn man in den einfachen Modus geht, dann hat man diese Möglichkeit, den Roboter zu steuern. Und sieht gleichzeitig, wie die Sensoren funktionieren. Weil man eben sieht, dass Sensoren sehr präzise darauf reagieren, wo denn vor oder hinter ihm Hindernisse sind. Können wir ihn mal im Boden fahren lassen? Das ist das, was er am besten kann. Der wirkt ja auch richtig musikalisch. Richtig. Q kann Lieder singen und Q, wenn er die Musik hört, kann auch zu tanzen anfangen. Ich finde, das ist hier so ein typisches Beispiel, dass Kinderspielzeug und Digitalisierung immer mehr ineinander geht. Ist das der Trend für die Zukunft? Da wird es da irgendwie wieder eine Rückbewegung geben? Was glauben Sie? Wir hoffen es, dass die vernünftige Digitalisierung natürlich Teil des Kinderspielzeugs werden kann. Es ist nicht so, dass jede Form der Digitalisierung immer richtig ist. Und bei weitem wollen wir auch nicht, dass Kinder nur mit dem Tablet spielen. Nur wenn die Kinder mit dem Tablet spielen, dann sollen sie etwas spielen, wo sie auch selbst davon profitieren können. Und das ist das, woran wir arbeiten, dass die Kinder profitieren und sich vorbereiten auf die digitale Umwelt, in der sie aufwachsen.